anders, als wir das erste Mal auf Jesus trafen. Welcher Satz geht uns heute noch nach, den wir in der Bibel lasen und der uns so tief getroffen hat? Der solch einen Glauben bewirkt hat, dass wir heute noch dranbleiben, versuchen, ein Leben mit Jesus zu leben. Manch einer hat, so wie Petrus, ein Wunder erlebt. Und er erzählt es heute gerne noch und erinnert sich daran. Manch einem ist Jesus so nah ins Lebensboot gestiegen, bis heute sich kein anderes Leben mehr vorstellen kann. Aber wer hat sich, so wie Petrus, mal erschreckt an diesem Jesus? Ein Prediger sagte mir mal, wenn du noch nicht über deine Sünde geweint hast, nehme ich dir deine Bekehrung nicht ab. Was bedeutet es wirklich, ein Menschenfischer zu sein? Ist es wirklich nur eine Straßenevangelisation oder eine Einladung in den Sonntaggottesdienst? Petrus hat Jesus nicht in sein Leben eingeladen. Er wollte vielleicht, dass Jesus mit ihm geht, bei ihm ist. Aber Jesus lädt Petrus mit ein in seine Mission. Aber was genau ist diese Mission? Und was wird diese Mission erfolgreich machen? Was macht meine Arbeit erfolgreich? Was erfreut Gott an meiner Arbeit? Jeder will vielleicht Jesus dabei haben, um besseren Dienst zu leisten. Aber Jesus bringt schon den Missionsbefehl mit, nämlich von Reich Gottes zu reden. Und bevor Petrus mit dazu gerufen wurde, sprach Jesus schon von diesem Reich Gottes. Und er sprach auch davon, dass er ans Kreuz gehen muss, damit das Reich Gottes Wirksamkeit hat für uns Menschen. Wahre Jüngerschaft definiert sich dadurch, dass man von Jesus mitgenommen wird. Petrus hat es sich nicht ausgesucht, im Gegenteil, er hätte diesen Jesus lieber von sich weggehabt, weil er merkte, dass Jesu Verkündigung etwas mit seiner Person zu tun hat, mit seinem Wesen, mit der Art, wie man von Gott her Mensch ist. Wir sollen keine Kopie von Jesus werden in dem Sinne, dass wir nachreden, was er vorgeredet hat. Ohne dieses neue Menschsein, das Gott uns durch Christus am Kreuz schenkt, werden wir nicht mögen, was Jesus tatsächlich verkündigt. Wir werden uns sogar gegenseitig bekriegen, Brüder schlagen anderen Brüdern den Kopf ein. Petrus wird eingeladen, in der Sache Jesu mitzumachen, und dies vom Himmel her, Menschenfischer. Jesus wandert schon einige Zeit durch die Welt und erzählt vom Reich Gottes. Viele religiöse Gemeinschaften seit 2000 Jahren erzählen und zitieren die Bibel über das Reich Gottes. Jesus tut ein Wunder im Leben eines Menschen. Viele religiöse Menschen erzählen, dass sie ein Wunder erlebt haben mit Jesus. Aber ich habe erst wenig davon gehört, dass jemand sich erschrickt, weil Jesus in sein Leben kam. Und das ist wirklich bemerkenswert.